Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Samstagsvideo. Ich zeige euch heute, wie man mit dem Diablo-Spielen beginnt. Wenn ihr noch nicht wisst, welches Diablo für euch geeignet ist, dann werde ich euch hier das Video dazu einblenden. Da könnt ihr das Ganze dann nochmal nachschauen. Wenn ihr dann das geeignete Diablo habt, dann legt ihr das vor euch auf den Boden. Und jetzt gibt es natürlich wieder Unterschiede für Links- und Rechtshänder. Ich werde das Ganze jetzt mal als Rechtshänder erklären. Und als Linkshänder ist das Ganze einfach nur spiegelverkehrt. Also wenn ihr Rechtshänder seid, bewegt ihr das Diablo von euch aus gesehen nach links. Rollt es nach links über den Boden. Und dann hebt ihr das Ganze nach oben. Das heißt, ihr rollt es rüber und hebt es nach oben. Dann bewegt sich das schon mal ein bisschen. Und dann, wenn ihr soweit seid, müsst ihr den rechten Stab einfach ganz schnell und in kleinen Bewegungen von unten nach oben bewegen. Sieht dann so aus. Ihr rollt es rüber, hebt es hoch und bewegt den rechten Stecken. Den linken Stecken, mit dem macht ihr einfach mal gar nichts. Es kann natürlich passieren, dass das ganze Diablo nach vorne hängt. Also der vordere Teller weiter unten ist als der hintere Teller. Dann müsst ihr mit dem linken Arm, mit dem ihr nichts macht, nach vorne gehen, wenn es nach vorne hängt. Wenn es nach hinten hängt, geht ihr mit dem nach hinten. Somit wird das Ganze ausgeglichen. Es hängt jetzt nach hinten, dann geht ihr mit dem linken Arm nach hinten. Mit dem rechten könnt ihr gleichzeitig auch noch ein bisschen nach vorne gehen. Wenn es nach vorne hängt, geht ihr nach vorne mit dem linken Arm. Und dann müsst ihr es schaffen, dass es wieder ausgeglichen ist. Und dann immer den rechten Arm weiter auf und ab bewegen, damit der Speed vorhanden bleibt. Wenn euch das Video jetzt gefallen hat und weitergeholfen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall weiterhelfen. Und dann sehen wir uns am Mittwoch um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.